Dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, content-technisch sieht es aktuell diese Woche relativ mau aus. Nichtsdestotrotz hat hier ein bisschen was rausgehauen. 10x83 Plus Pack. Könnt ihr übrigens auch erst spielen, wenn ihr 9 Siege und so weiter in diesem World to the Final Cup erspielt. Da kriegt ihr das Ding auch nochmal. Hier kostet es jetzt mittlerweile knapp 80.000 Münzen. Eingestiegen bei knapp 67.000. Es ist gut nach oben gegangen. Doch was zieht man daraus? Wir haben 40 Stück geöffnet, um mal zu testen, World to the Finals ja oder nein. Lohnt sich das Ganze? Holt man überhaupt die Coins wieder raus? Das ist hier in diesem Video mit am Start. Deswegen würde ich mich persönlich freuen, wenn du erstmal einen Daumen nach oben da lässt. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ganz viel Liebe geht raus an jeden Einzelnen von euch. Liebe und davor habe ich noch was Kleines für euch. Und zwar Boys and Girls, mein Partner Level Up hat es endlich mal wieder rausgebracht. Triple Green, der allererste Geschmack, der mit einem Content Creator, und zwar Trimax, zusammen kreiert wurde, ist endlich wieder da mit verbesserter Rezeptur. Triple Green sagt eigentlich schon alles. Drei Früchte, Limette, Kiwi und Apfel. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, die gibt es jetzt mittlerweile nicht nur als normale Dose, sondern auch als Collector's Edition. Das bedeutet, ihr bekommt bei dieser Collector's Edition ein exklusives Design von dieser wunderschönen Triple Green 2.0. Ihr kriegt einen Shaker plus ein T-Shirt. Das Ganze kostet insgesamt 59,99. Und ihr habt auch die Möglichkeit, 3 für 2 zu sparen. Bedeutet, 3 für 2 Aktion ist am Start. Mit dem Code APFA2 könnt ihr mich sehr gerne unterstützen. Ob ihr jetzt sagt, hey, ich nehme Triple Green dreimal, oder ihr sagt, hey, ich nehme noch einen Shiny Fox dazu, oder meinen absoluten Favorite Shiny Dragon, das ist euch überlassen. Checkt das auf jeden Fall aus. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Würde mich riesig freuen. Markiert mich gerne bei Instagram, wenn ihr was gekauft habt, wenn was angekommen ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Kuss und Liebe geht raus für den Support. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Also, let's go. Na dann gehen wir rein. 10x83 Plus Packs sind gekommen. Mal gucken, wie viele World to the Finals wir ziehen werden. Und das ist direkt mal ein richtig guter Pull. Die SBC kostet insgesamt 70.000. Barella Road to the Final ist am Start. Alter, das ist ein Beginn, den hätten wir uns so jetzt nicht erwünscht. Gedacht, sag mal so mal. Immobile noch mit dabei, ich sage 400.000. Ich glaube, der Start dieser Packs sind ganz gut. Wir sind aktuell ein bisschen enttäuscht vom Content von FIFA. Ich glaube, da sind viele von euch auch dabei. Ich glaube, wenn du hier 3 Walkouts drin hast, bist du schon echt gut dabei. Ne? 400.000 plus ein Walkout. Ich denke mal, dazu sagst du nicht nein. Sehr, sehr cool. Seid ihr gegönnt, mein Lieber. Das ist halt das Wichtigste. Über 67.000, dahin musste kommen. Wir gehen rein in vom Walkout. Soria. David Soria, 87er Rating. Plus, was haben wir dahinter noch? Dahinter könnten auch die World to the Finals noch sein, ne? Okay, Müller, Soria, 1 Süle. Bedeutet, wir hätten halt hier einen Preis, wenn wir es mal hochrechnen, von knapp 43.000, 56.000 plus der Rest. Also du kommst, wenn du mit 2 Walkouts im 85er, du kannst schon auf die 67.000 kommen. Wichtigste ist halt, dass du halt ein paar Walkouts ziehst. Ja? Dann würde ich sagen, ist das Pack auch in Ordnung. Wenn du das rausholst, was du halt auch reingesteckt hast. 10x83 Plus Spieler. Pack Nummer 3. Erste Mal magisches Wechselfinger. Wir gehen rein. Komm schon hier. Gönne. Normaler Walkout. Deutschland. ZOM. Wieder ein Müller. Wieder knapp 22.000, die du hier rausholst. Plus ein Tschechny, aber sonst bodenlos. Das Pack hat sich nicht gelohnt, mein Lieber. Aber du sagst, hey, Hype, ich habe 83er, 84er abgegeben, um 87er und 86er zu bekommen. Für eine höhere Rating SPC, aber sonst eher mau, das Pack. Das war eher mau. So, 10x10. Ja, 10x83 plus, das wollte ich sagen. Nummer 4, zweites Mal wieder. Ich darf's öffnen. Wo sind die Road to the Finals? Wir sind echt gut reingestartet. Und gehen jetzt mit dem Brozovic weiter. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also das war auch ein dickes F, das Pack. Bodenlos. 10x83 plus. Wird es genauso knallen wie dein Prime Gaming Pack? Das ist die große Frage. Oh, 88er Marquinhos. Sehr geil. Ja, fühle ich. Dahinter noch ein Walkout. Nee, leider Gottes nicht. 2,85er wenigstens noch. Je weniger 83er, umso besser. Ne, das ist logisch. Aber auch wieder keine Special Card. Schade. Wir hoffen einfach, dass die mehrere von euch oder eine größere Prozentanzahl einfach mehr Glück haben als kein Glück. Aber trotz alledem ist das Pack anscheinend sehr beliebt, so viele, wie es von euch abschließen wollen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir hier noch ein Firmino drin sehen. Irgend Bobby. Das wär's, mein Lieber. Jetzt ein Bobby. Komm. Wieder keine Special-Karte. Brasilien, Torwart, auch wieder gut 89er Rating. Auch das ist wirklich sauber. Und das sind schon alleine 40.000, die du damit rausholst, ne? Dazu, boah, das ist ein überragendes Pack.
dickes GG. Das hat sich richtig gelohnt. Das ist nice, Chichi. Auch wenn der Rest nur 83er ist. Aber die drei vorne sind halt echt nice. Dafür jetzt aber, ich sag dir so wie es ist, dafür jetzt Road to the Final Martinelli. Ah, Guerrero? Nee, David? 87er Inform schon mal. Auch der liegt bei knapp 21k. Dahinter vielleicht noch was Gutes. Nuno Mendes oder sowas. Nee, ein Uribe noch. Und ein Diaz. Aber da kommst du auch wieder auf die über 67k, die du hier rausholst. Es ist fein. Du machst die 67k, gehst du drüber. Und das ist der Punkt, wo ich sage, es hat sich gelohnt. Gutes Rating für umsonst. Hast du jetzt mitgenommen mit dem Prime Gaming. Und jetzt holen wir noch was raus. Nochmal gutes Rating. Komm. Portugal. Innenverteidiger nochmal ein Ruben Diaz. Schön. Auch wenn es keine Special-Karte ist. Ja. Die Hälfte halt 83er. Ich sag's mal so, wenn du hier drei 83er nur drin hast, dann ist es absolut in Ordnung. Aber so muss man halt rechnen. Komm schon. CD. Ja, endlich wieder. Komm. Ah, Lamela. Aber ich glaube, Lamela hat, glaube ich, gute Chancen vielleicht auch weiterzukommen, ne? Lamela, ich weiß gar nicht, haben die nicht 3-0 gewonnen? War das Lamela? Ihr Nacho noch? Chechny, Jorginho? Nur 2,83er? Ist okay. Würde ich trotzdem okay als okay abstempeln. Ja, ich finde die Prime Gaming Packs eigentlich auch immer cool. Und Info Walkout erstmal hier. Das könnte... Ja, das ist stark. Di Lorenzo, big. Ich glaube, der ist richtig gut. Di Lorenzo gefällt mir halt auch so einen Wert, der ist sehr gut. Und der kostet ja 80k, ne? Und das ist eine Vollkatastrophe. Das ist eine Vollkatastrophe. Och, nee. Schade. Komm schon. Bitte. Magisches Maxi-Finger. Bring den nächsten. Road to the Final, würde ich sagen. Deutschland, ZM. Boah, das ist hart. Ein Walker aus dem Pack ist unfassbar hart. 7,83er. Anders frech, nennt mich Zeus. Anders frech. Weiter geht es. Nächster Info-Walkout. Diesmal Spanja Canales. Canales war auch immer so eine gute Karte. Der kann halt irgendwie alles. Und das Pack kann auch viel. Den Groß und drei Informs ist solide. Wo ist der nächste, Chat? Der nächste Road to the Final. 88er Rodri, gutes Futter. Da kann ja natürlich auch noch die ganze Road to the Final sein, ne? Deswegen, positiv. Ein Guerrero noch und der Rest ist bodenlos. Ach, come on, ey. Das war so eine gute Möglichkeit, hier noch dahinter zu stecken. Schade. Der nächste Road to the Final. Er fehlt uns. Er fehlt uns deutlich. Aber wir... Oh, ey, es gibt die Möglichkeit, neuer Ter Stegen und Trapp zu ziehen. Und wir ziehen halt wirklich den schlechtesten. Ne? Da war klar, dass dahinter halt nicht viel mehr sein kann. Schade. Kaigo, hoffentlich bringst du Glück. Mit mindestens 5 Walkouts jetzt. 86er Laporte. Also Kaigo, da musst du dich schon mal benehmen. Warum? Hä? Road to the Finals werden sogar hinter Goldkarten angezeigt. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, da ist er, Chat. Rein da. GG. Ich weiß gar nicht, wie viel wir mittlerweile schon gesehen haben von denen, ne? 84er Ramos. Boah, hart. Jetzt will ich... Oh, ich will das doch endlich mal wieder blau oder sowas sehen. Oh gut, es ist Oblak, zumindest das. Aber sonst nicht so viel mehr, ne? Besser als das letzte gerade eben von Hulk. Einmal blau. Wir haben uns ja, wir wissen jetzt, es kann doch dahinter noch was sein, Chat. Vor uns hatten wir Laporte, dahinter war ein Tuta. Vielleicht haben wir jetzt auch Glück. Yay! 83er. Bitte. In Form. Guerrero, The Goat. Dahinter noch ein Trap und 8,83er wieder. Come on, ey, Junge. Kane hatte ja gerade im 81 plus Doppel davor. Die sind ja auch rausgekommen. Was haben wir jetzt? Wieder der Walkout. Portugal, ZIV, es kann wieder nur Diaz sein. Das ist solide. Ronaldo in Form ist ja eh am Start. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Und 2,88er immerhin. Und 3,84er. Du gehst auf jeden Fall nicht mit Minus raus. Das ist okay. Ich will was sehen jetzt. Ich will was sehen. Info-Workout. Komm. Cristiano Ronaldo. Uribe. Weiß ich nicht. Depay, Lurie. 85er. Doch. Ist gut. Das ist gut, mein Lieber. Das ist okay. Nicht abstoßen. Wie kann man die denn abstoßen? Damit machst du dann keinen Gewinn. So.
Ja, blau! Und hoch! Hoch! Das ist er! Daniel Mahlen! Der Erste endlich mal wieder! Seit längerer Zeit! Big W! Goats! Goatpack! Goatpack! GG an dich! Back to back jetzt, Road to the Final! Ich hab's irgendwie im Gefühl, Chat! Irgendwie! Müller? Bitte! Bitte enttäusch mich nicht, Gefühl! Bitte! Ach, schade! Schade, schade! Merlin, komm schon! Für uns! Für das Packlack! Es wird ein Gulaschi, das kann nicht sein! Es wird ein Gulaschi, das kann nicht sein! Warum nur? Wo denn los? Yay, yeah, hast mich seit Wochen nur so. Schwierig, aber Mats Hummels und Bellingham immerhin. Hype. Immerhin das. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte Farben sehen. Verschiedenste coole Farben. Und nicht immer ein Thomas Müller. Der kam mir jetzt schon einfach zu oft, der angezeigt wurde. Wenigstens nur 483er. Immerhin. Blau, 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 blüht ein Cyan, aber hier aktuell nicht. Wäre jetzt wieder Müller gekommen, ne? Hilfe. Aber Neuer ist gut. Neuer ist sauber. Das sind, glaube ich, schon alleine 55k. Und noch ein Haaland. Ein Inform. Eins der besseren Packs, die wir bis jetzt gesehen haben. Dickes GG an dich. Ja, endlich mal wieder. What to the Final. Komm, komm, komm. Wieder Lamela. Warum? Gut, kriegt halt wahrscheinlich, wenn er weiterkommt, ist ein Upgrade. Das ist eigentlich ganz cool, den im ZWM zu spielen. Und es ist halt mal wenigstens Road to the Final, ne? Wir wollten uns eine, wir haben uns eine gewünscht. Es kam einer, deswegen müssen wir zufrieden sein. Komm. Ah, ist ein Gnabry. Real Talk, Gnabry? Eieieiei, das tut weh. Das tut weh. Bitte, bitte, bitte. Ja! Hoch! Hoch! Wieder mal! Ist okay! Ist okay, der Nächste! Endlich mal wieder! Daniel, schön, dass du da bist! Daher, Moin Meister! Einen wunderschönen! Malen nach Zahlen, das ist es! Und dahinter jetzt noch den Nuno Mendes! Komm! Aber mach es! Ist okay! Endlich mal wieder eingesehen, GG! Endlich, ey! Ich glaube, es wird, ich glaube, was Dings angeht, Formel 1, ich glaube, du musst die Testfahrten halt abwarten, ne? Wo der Stand der Dinge der Leute sind. Oder der oh, groß, big, groß ist nice. Der verschiedenen Rennställe. Ich glaube, das wird interessant werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auf ein spannendes Ding. Aber ich hoffe jetzt auch mal erst auf den Road to the Final. Schade, aber wenigstens zwei Walkouts. Nur 583er, da bist du schon gut mit. Nächster Walkout. Also Walkouts sehen wir zumindest relativ viele hier, ne? Martinez, aber ein Walkout holt halt die 60-70k, der SPC halt auch nicht wieder raus. Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Ist halt immer schwierig. Ja, und das ist halt dann klar, Walkout ist Walkout, aber es holt halt nicht die SPC-Kosten raus, die mittlerweile auch bei 79k sind. Also die sind gut gestiegen, leider Gottes. So. David, im nächsten. 10x 83 plus. Bitte, jetzt. Aber gut. Ja, 84 sind halt noch ein paar drin. Lurie noch. Solide, aber für 80k, die holst du halt jetzt mittlerweile auch nicht mehr raus, ne? Ich wünsche mir einfach nur von dir jetzt, dass du hier mal zwei Road to the Finals rausholst. Ne? Einfach so wünsche ich mir das. Dassi. Was ist denn das? Ich habe mir von dir jetzt mal was gewünscht. Jetzt wirst du gleich kein VIP mehr sein. Ich sag dir, wie es ist. Was ist das denn für ein Scheiß? Kopf hoch, mein Lieber. Barella war, glaube ich, bis jetzt der Beste, den wir gesehen haben. Und das ist ein Lorie. Warum mal kein Mbappé einfach mal gönnen, ey? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, ey. Mach doch mal. Aber Krux, auch das, ne? Nicht gut. Schade. Ich will doch nur einmal zu dem... Die Millionenkarte fehlt mir noch. Oder ein Cristiano Ronaldo Sü. Savanier, 87er. Aha. Vielleicht... Ja, noch... Oh, trotzdem gutes Back. Trent noch dabei und Modric. Plus ein Mondier, auch der ist noch spielbar, ist definitiv eins der besseren. Wo bleibt's oder wo wird's blau? Das ist eher die Frage. Erstmal ein David. Ha? Aber was ist dann? Okay, das ist ein krankes Max. Eins der besten Max, was wir bis jetzt gesehen haben. Messi, Groß, Müller, David.
Das kann man machen. So, ein Messima First Order zu ziehen, auch wenn er gerade aktuell mittlerweile fast wieder SPC-Futter ist, ist trotzdem was Besonderes. Darüber brauchen wir nicht reden. GG an dich, mein Lieber. So, gehen wir rein. Blau, blau. Blüht der Enzian. Mbappé? Kanté gibt's, ist auch eine Karte, die man sau selten sieht, ne, in Packs. Habe ich so das Gefühl. Also Kanté auch so unfassbar selten, ne, und mittlerweile unterwegs in Packs. Vielleicht hast du Glück, dahinter ist noch was? Oh ja. Kane und Martinez, starkes Pack. GG an dich, ein richtig gutes Pack, GG. Bitte gönne jetzt blau. Ich will da nur noch mal blau sehen, Jungs. Noch mal blau. Das wäre klasse. Blau würde ich fühlen, Chat. Aber ein Edin Dzeko in diesem Pack, willst du mich verarschen, ey? Tut mir leid, Goldjunge. Next one, einer der letzten jetzt. De Rea. Ah, und? Roy ist noch dahinter, aber das war's dann auch schon. Ja, die mittlerweile 80k holst halt auch nicht raus aus so einem Pack, ne? Schwierig. Ich geb mein Bestes, ich sag's dir, wie es ist. Ich geb mein Bestes. Komm schon. Erling. Ja, wär's der Totti gewesen, wär's gut, ne? Steelf, bodenlos. Tut mir leid. Tut mir leid, Erling ist der Beste. Aber das war's dann dahinter auch schon, ne? Das vorletzte Pack. Holen wir jetzt nochmal was raus, was mindestens die 80k wieder reinholt. Es ist ein Trend, der angezeigt wird. Das ist für den Anfang erstmal solide. Die Frage ist, was ist dahinter? Und das sind wieder nicht die 90k. Also mittlerweile rate ich ganz schön stark von dem ganzen Pack ab, ne? Außer ihr habt halt wirklich die Sachen untradable im Verein rumliegen, ne? 91k damit rauszuholen ist super, super schwierig. Holy moly. Okay, wir gehen rein ins letzte Pack. Die magischen Smexy-Finger dürfen nochmal. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Hol was raus. Ja, gut. Wir warten mal, bis die Einladung wiederkommt. Das wird ja jetzt sein. Das wird jetzt halt so ein Pack. Wir wissen nicht, was drin ist. Wir können uns so überraschen lassen. Im Endeffekt, Chat, kann ich aber euch eins sagen. 80k für die SPC ist einfach schon zu hoch. Ich weiß nicht. Also die 80k rauszuholen, ich würde es halt machen, wenn ihr halt vielleicht die Möglichkeit habt, mit ein paar seltenen Goldspielern die 81 plus Doppel-Upgrades zu machen, ne? Und damit das Ganze dann recraften könnt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn ihr allgemein halt Untrade-Stuff noch rumliegen habt. Uribe auch hier wieder der Beste. Auch das ist nicht gut. Aber das Internet ist bei dir... Also Drehsport, das Ding ist halt genauso schlecht, wie dein Pack halt wahrscheinlich ist. Das war's komplett. Jungs, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ich bin fürs Video raus. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.